Hi Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Zelda's Adventure und ich habe irgendwie echt Schiss, dass die ollen Wächter wieder da sind. Wenn nicht, werde ich diesen Tempel jetzt rocken. Wir müssen gucken, drücken wir mal die Daumen. Und oh Gott ey, ja, ist ja alles so blöd. Der olle komische Tempel hier ey, oh Gott, na komm, so. Ich warte mal wieder, ganz sicher, so wenig damit. Ah, voll random ey. Voll einfach, voll fies, zweimal hintereinander rausgekommen, voll gemein. Nun gut, also sobald ich aber sehe, dass die Wächter leider wieder da sind, habe ich aber schon einen Alternativplan, um nochmal schnell an Geld zu kommen, wie gesagt, weil ich muss die ja mit dem euren Zauber besiegen, der total teuer ist. Oh, und ich stehe natürlich richtig, richtig doof. Oh, aua, Mann! Oh, ist das ein mieses Erlebnis hier, ey, voll gemein. Mama Aguanda, haben wir alles schon gehört. Alles schon gehört von der Alten. Sie ist Aguanda und sie ist voll fies und ihr versteht das Englisch besser als ich. Weil die so komisch, aber die nuschelt so. Hier nuscheln alle so, ich weiß auch nicht. So, komm, ihr gebt mir jetzt mal ein paar Herzen. Hoffentlich. Was sind das für Viecher? Warum sind die so schnell? Aber so stark, bis er sagt. So, hier unten haben wir jetzt eventuell gleich den ersten Wächter. Ich hoffe, der ist nicht wieder da, ey, der wäre so kacke. Weil ich habe auf jeden Fall nicht genug Geld, um nochmal drei dieser Wächter zu besiegen. Das reicht auf jeden Fall nicht. Deswegen, Alternativplan. Ich hoffe mal, die bleiben besiegt. Weil ich glaube, es war sogar so, wenn man stirbt, dann sind die, glaube ich, alle wieder da. Weil ich bin ja nicht gestorben. Ich habe ja immer gut gespeichert und alles. Wir schauen mal. Dafür wollen die wahr sein. Nee, das schaffe ich denn nicht. Na gut, Leute, dann benutze ich mal eben die Harfe. Ach, obwohl, ich kann einfach Save and Exit machen, um wieder zum Anfang des Tempels zu kommen. Gut, Leute, dann heute etwas anders, denn ich werde mir Geld holen. Und zwar aber nicht irgendwie von wegen eine kleine Farming-Session oder sowas. Nein, nein, das machen wir ganz, ganz cool. Nämlich, es gibt nämlich eine Möglichkeit, einmal sein ganzes Geld... Hallo, wie komme ich wieder raus? Einmal sein ganzes Geld bis auf Maximum hoch zu boosten. Das geht einmal. Und wir haben ja den Kompass, also kann ich hier jederzeit wieder her und deswegen ist alles okay. Und ich nehme jetzt mal den dritten Kompass. Suche mir jetzt halt dieses Item, was man benutzen kann, um Geld zu bekommen. Und werde dabei halt noch gleich passend, damit wir so ein bisschen einen Abwasch hier wieder haben, die Karte von hier oben aus komplettieren. Schaut mal. Hier, Map-mäßig, ne? Unsere Map ist ja schon hammer crazy. Jetzt will ich hier den ganzen Weg nach unten gehen. Dann kommen wir wieder beim Sumpf raus. Unten. Und da muss ich auch euch nochmal was erzählen und sowieso noch was holen. Denn den Sumpf habe ich nicht komplett erkundet, tatsächlich. Da habe ich was vergessen. Und ich habe auch nochmal, ich habe nochmal recherchiert. Ich erzähle euch mal wieder ein bisschen hier, damit das Laufen nicht so ganz langweilig ist. Aber Leute, ich habe recherchiert, ja. Und, die goldenen Schuhe, die wir im Sumpf bekommen haben. Ne? Ich habe ja irgendwie gedacht, die sind auch wieder gut, ähnlich wie die roten Schuhe, um irgendwas zu überqueren. Aber, nö. Die goldenen Schuhe sind echt nur dafür da, um in das Haus dieses einen Typen da reinzukommen, im Sumpf. Das Haus, wo die Stiefel vorstanden, da komme ich nur rein, wenn ich die Stiefel habe. Ey, das ist so dumm. Ich meine, und dann labert der nur Müll. Der labert nur unseren komischen Hinweis, der ja nicht nützlich ist, irgendwie totaler Quatsch. Und ja, naja. So, auf dem Weg, den ich die Karte hier erkunde, wie gesagt, hier, wo ich jetzt bin, waren wir noch nie, werde ich wieder... Aua, was? Neue Gegner! Alter, was sind das denn? Komische Pflanzen. So, halt, wie gesagt, hierbei werde ich schön alles erkunden. Nochmal ein großes Gebiet. Hier ist aber auch klubbig. Ja, habt ihr irgendwas Interessantes? Ich glaube so ehrlich gesagt nicht. Nur wieder komische Gegner hier, immer dieselben. Die wir aber inzwischen aber gut kloppen können. Gut kloppen, halt gesagt, so. Dann gehe ich jetzt hier immer schön. Das sind, glaube ich, immer drei Felder nebeneinander. Gehe ich jetzt schön von links nach rechts. Oh! Eine zweite Feenquelle. Will die irgendwer von uns? Nö. Eine zweite Feenquelle in diesem Spiel, Leute. Ist das nicht toll, Mann? Nee. Kling, kling, abgeblockt. Hey. Boah, wie nah muss ich denn an den gerade ran hier? Das ist ja fies, Mann. Falls, falls. So, down. Okay. Bin ich bisher alles richtig hier? Kartemäßig? Mal gucken. Und eventuell, Leute, ja. Eventuell habe ich ja sogar das Glück. Und ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube nämlich, ich müsste schon in den sechsten Tempel rein können. Und der ist ja... Ich will nur da rein, um den Kompass mir zu holen. Wo sind vier jetzt hin? Keine Ahnung, ich gehe einfach von links nach rechts. Guck mal, ihr seht schon wieder so eine Art Haus hier. Und das ist auch wirklich ein Haus, aber... Ja, aber da ist halt absolut nichts wieder. Absolut nichts. Und das ist halt schlimm und...
Und ja, ich versuche jetzt halt hier ein bisschen so einen Abwasch zu machen, falls ich halt aus Versehen nicht in den sechsten Tempel reinkommen sollte, was ich nur halt mache, um den Kompass dann schnell zu... Einfach schon mal den Kompass holen, bleibt dann können wir uns immer dahin beamen, ne? Da muss ich den ganzen Weg hier nicht mehr machen. Okay, ich muss einfach hier runtergehen, weil das ist hier eine Überdachung. Und guck mal, wo wir jetzt sind. Hier lebt wieder keine Sau. Doch, ich glaube, einer ist hier, glaube ich. Weiß bloß nicht mehr wer. Cool, sieht ja alles so interessant aus. Hier ist irgendwie so eine komische Architektur und hier ist... Hier ist er tatsächlich, hallo! I am called Mintal and I know who you are. Do you not grow bored with your quest? I certainly would. Alter, was? Wieder eine totale Scheiße. Aber er hat recht, er hat vollkommen recht. Er hat gerade gesagt, ey, na, Prinzessin Zelda, natürlich weiß ich, wer ihr seid. Sagt mal, wird euch nicht langsam langweilig auf eurer Quest? Also mir wäre schon langweilig. Alter, der Typ distiert das eigene Spiel, Mann. Der sagt genau, wie es ist. Das Spiel ist langweilig. Und wir müssen unsere Quest ja trotzdem vollführen. Ich guck noch, ob die Karte weiterhin alles komplett ist. Sieht so aus. Nochmal nach rechts going. Steht ja einfach so ein Typ. Hier ist wieder nichts. Okay. Weiter nach unten. Hier ist einfach wieder so ein schlafender Typ. Und es ist sogar derselbe schlafende Typ. Und man kann mit dem nichts machen. Ich gehe da gleich nochmal hin. Ich versuch's jedenfalls. Aber mit dem kann man nichts machen. Nix. Der liegt da einfach nur und pennt. Sein Bruder oder was? Kein Plan. Oh. Ist hier jemand? What do you want with me? Cannot someone other worthy help you? Even if I do help you, you cannot for a moment believe you shall defeat the mighty Ganon. Do you? Mein Gott, er hat Ganon erwähnt. Was hat er gesagt? Ja, was wollt ihr von mir? Wollt ihr nicht euch jemanden anderen suchen, der euch hilft? Ich kann euch, glaube ich, nicht helfen. Mann, was ist denn hier los mit den Leuten? Sie sollen doch hier Ganon besiegen, oder? So. Okay, jetzt sind wir gleich durch. Und wie gesagt, halt gleich wieder beim Sumpf, wo ich nochmal mir was kaufen möchte. Wie gesagt, habe ich noch nicht ganz erkundet. Aber dann, wie gesagt, ist hier alles gleich verbunden. Wir sind wieder einen schönen großen Kreis gelaufen. Und wenn ich bis dahin sogar 200 Rubies zusammenkriege, wäre es ja noch geiler. Weil dann kann ich nämlich mir einmal ein Heil-Elixier kaufen. Bin dann quasi auf Null. Und dann wird aber durch das, was ich jetzt vorhabe, wird ja meine Rubine komplett auf maximal aufgefüllt. 999. Und dann ist auf jeden Fall der fünfte Tempel kein Problem mehr. So, und hier kann ich nochmal hin zu dem Typen, der hier pennt. Oder auch nicht. Ich kann hier nicht mal hin zu dem Typen. Der ist ja genau über uns. Warum ist denn das so scheiße, ey? Hier irgendwie... Ich weiß nicht, soll ich da mal rein können? Vielleicht, ich meine, da ist eine Tür. Ne, aber nö, du kommst von hier aus nicht da rein. Richtig schön scheiße, Mann, ey. Aber okay, jetzt ist dieses große Gebiet hier abgeschlossen, wir können bloß noch nach Süden und dann sind wir halt jetzt eigentlich schon noch halbwegs auf dem Weg zum, hier ist absolut gar nichts, auf dem Weg zum sechsten Tempel. So, ein großes Schild, hier haben wir wieder hier, oh mein Gott ey, zur Wüste geht's da hin und hier, wenn wir gehen erstmal ganz kurz wieder zum Sumpf, ne, ganz kurz. So, weil hier, da. Hi there Zelda, it's good to see you, I hope you like the swamp. We like it here because we know Ganon hates it. Hat er gerade echt gesagt, hallo Zelda, ich hoffe ihr mögt den Sumpf. Wir mögen den Sumpf, weil Ganon ihn hasst. Wie scheiße. So, den hole ich mir von ihm ja noch. Wie gesagt, das ist noch einfach so ein Gegenstand. Ah, dann kriege ich doch nicht die 200 zusammen. Na okay, was soll's. Ja, das ist einfach, ach, ist irgendwie auch nur so ein Sora-Spray oder Anti-Sora-Spray. Ja, was aber ohne springt, weil die Soras sind doch total Lappengegner. Ich weiß auch nicht, was das soll. Danke, Mann. Irgendwas noch zu sagen? Warum hast du eigentlich so ein weißes Face? Jetzt haben wir unser Scheißding bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ist vielleicht sogar bloß einmal einsetzbar. Ich schau mal nochmal ganz kurz, was vom Sumpf habe ich denn hier übersehen, bitte. Nee, ist tatsächlich nur diese eine Ecke gewesen. Okay. Okay. Sonst da unten waren wir ja schon. Gut, wieder eine schöne Runde rumgelaufen. Dieser Typ, ey. Ja, wir mögen das hier. So. Hier kann ich ja, glaube ich, einfach rein. Ja, okay, ich hau jetzt einmal hier ab. Verlasse den Sumpf wieder sofort. Hier lang. Und wie gesagt, das gucken wir uns hier halt ein bisschen um. Und, wow. Und werden was Tolles finden. Lalala. So, stirb. Und so, warte, war ich hier schon? Sorry, immer noch mal gucken. Das ist dann alles. Nee, und unten war ich auch noch nicht. Es liegt nur einen nach unten sogar. Nein, muss man. Na, der Sumpf hier, der muss schon komplett erkundet werden. Das geht so nicht. Oh Gott. Ja, tschüss. So, jetzt ist der Sumpf aber komplett erkundet. Sehr schön. Und jetzt sind wir
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei starken Gegnern, tatsächlich. Oh. Vielleicht geht das deswegen sogar noch nicht, dass ich hier rein soll. Alter, die sind viel zu stark. Okay, down. Vor allem, das sind neue Gegner. So. Erledigt. Bisschen Geld. Gut, wenn ich hier vorsichtig bin, sollte es ja vielleicht klappen. Wie gesagt, nur den Kompass, der wäre so geil. Den Kompass aus dem 6. Dungeon mitnehmen. So, erstmal gleich schlagen. Aua. Gleich mal wieder wie einen Kloppi schlagen. Und die sind noch sehr stark, die Typen, leider. So, sind auch bis 2, oder? Würde gerne was sehen. Ich sehe nichts. So, komm her hier, ihr Säcke. Komm her hier. Zack, zack. So. Schön Rubine eingesammelt. In so einem komischen Wald sind wir jetzt halt, ne? Ihr habt es schon gemerkt, oder? Wow! Alter! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So viele. So, ich würde ja einen schießen, aber ich will halt Geld sparen. Ja, warum trifft er mich, obwohl ich ihn treffe? Und Lippen, hinterlass mir einfach keine Herzen, ist schon klar. Hinterlass mir einfach keine Herzen. Wieso zur Hölle? Jetzt muss ich doch mal ein bisschen ballern hier. Der gibt's ja wohl ja nicht. Denn, oh, dann soll ich hier eventuell doch noch nicht sein. Dann ist das hier noch ein bisschen doof. Boah, sind bloß noch die zwei. So. Oh Gott. Warum halten die so viel aus? Komm schon. Stirb und gib mir ein Herz. Sonst kann ich wieder nicht weitergehen und träumt mir wieder nicht. Ey, Sigurd, das macht doch alles, es macht alles so gut wie kein Damage, ey. Vielleicht sind die Gegner echt hier noch zu stark, weil ich hier noch nicht hin soll, als gerade mal den 5. Tempel abgeschlossen und so, ne? Ihr wisst schon. So, einer ist down. Oh, ein Herz. Super. So, auch down. Vielleicht reicht es ja wenigstens, um diesen einen Gegenstand zu kriegen. Oh Gott. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ist hier jemand? Hier ist niemand. Okay. Dann schleiche ich mich einfach mal hier an der Küste lang. Oh, war ja. Halt, ist hier irgendjemand? Nein, hier ist auch niemand. So, wo sind wir hier? Hail Zelda. We have heard much of you. We retreated here to learn the arts of rebellion against Ganon. Wie bitte? Hallo Zelda, wir haben schon von euch gehört. Wir sind hier und trainieren, um gegen Ganon zu rebellieren, so nach dem Motto. Wollt ihr mich verarschen? Und das ist hier nix. Wieder nischt. Ah, ganz toll. So, na gut. Ich versuche mal jetzt echt, ich muss, glaube ich... Ach, Mann, ey. Ich weiß ja nicht, ob ich das schaffen kann. Ich würde es halt gerne... Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, ich gehe einfach, ich renne einfach. Okay, ich versuche einfach mal durchzurennen. So richtig krass. Welcome to my quarry, young one. I don't see many folks these days. Ever since Ganon devastated the land, there's been so little construction. No one comes to me for quarry stones. I am told there is wealth in this large lump of coal, but I know not how to claim it. You may take it away with you. So, der freut sich, dass wir mal zu ihm kommen. Und das, was er da hat, das brauche ich. Aber ich hoffe, ich komme da jetzt noch hin. Weil das, gibt nämlich ordentlich Geld. Aber wisst ihr was? Warte mal, ich hoffe, ich komme hier noch, weil der 6. Tempel ist nahe. Warte mal, weil hier ist aber noch, vor dem 6. Tempel ist noch eine Feenquelle. Die 3. im Spiel. Ah, ich komme da echt noch nicht rein. Das ist natürlich sehr schade. Aua, ich komme da noch nicht rein. Ich muss erst den 5. Tempel schaffen. Schade, aber okay. Oh Gott. Das ist dann halt nicht zu machen. Kann ich mich nicht hierher beamen. Müssen wir irgendwann nochmal diesen Weg laufen. Soll ich jetzt einfach schnell zur Feenquelle? Die müsste hier sein. Ja. Oh, sehr schön. Weil ich mich bewegen wollte, ging es nicht. So, okay. Gut, dann haben wir trotzdem aber das, was wir wollten, das mit dem Geld. Haben wir uns eine große Farming-Session gespart. Und hier nochmal hinzurennen, das wird ja wohl kein Problem werden. Das ist das geringste Problem. Ah, hier ist der 6. Tempel. Cool, wa? Und dann erkunde ich den Rest des Waldes, erkunde ich dann auch erst später. Schade, dass ich da nicht reinkomme. Jetzt schon den Kompass so mitnehmen, wisst ihr, das wäre geil. Ja, der 6. Tempel ist aber auch nicht wirklich der Rede wert. Der ist so auch wieder sehr linear und muss mal gucken. So, dann kommen wir her hier. Scheiß Viecher. So! Okay. Und jetzt halt. Tada! Nochmal labern, labern, labern. I don't see many folks these days. Ever since Ganon devastated the land, there's been so little construction. No one comes to me for quarry stone. I am told there is wealth in this large lump of coal, but I know not how to claim it. Genau, jetzt kriegen wir halt Kohle, also ich glaube Kohle, und daraus kann man ja, na, er meinte auch schon, da ist irgendwas drinne. Und das können wir eventuell rauskriegen, weil er weiß nicht, wie er das rausbekommt. Aber wir schon. Ist der Typ jetzt auch weg? Kurz mal gucken. Der Typ ist weg. Okay, weil
Da müssen wir wieder in die Stadt Wimbish zu diesem Schmied. Der kann das nämlich. Guck mal hier, die Karte ist nahezu komplett aufgedeckt. Da fehlt was noch. Genau neben mir diese komische drei Felder fehlen noch. Ja, sorry, dann muss ich halt nochmal hier hinlaufen später. Aber ist der nicht weiter wild? So, dann nehme ich den Beamer 2. Obwohl, vielleicht bin ich gerade so voll geladen. Dann kann ich das auch noch erkunden hier. Dann machen wir den Rest noch erkunden. Die ganze Karte komplett. Ich muss ja nicht unbedingt alle besiegen. Ich muss ja bloß durchrennen. Aber ich bin gerade froh, dass ich hier voll bin. Voll geheilt. Und ich weiß nicht, ob ich schnell genug sein kann, wenn ich das, wenn ich die 999 Rubine kriege, ja? Eventuell... Ah, Zelda. It's me, Sir Basil. You fared well so far on your difficult journey. You will shortly be meeting Ursor. Use well your knowledge of the broadsword. Der Ritter, von dem wir das Schwert bekommen haben, der Athena hat uns nochmal gerade den Tipp gegeben, dass wir das Schwert in dem 6. Tempel gut gebrauchen werden. Und das ist auch schon mal gut zu wissen, oder? Oh, ist ja doch nochmal so groß hier alles. So, über mir kann ich nochmal kurz gucken. Ganz schnell, warte mal, vielleicht an einer sicheren Stelle hier. Dass nicht hier wie voll die fetten Gegner spawnen, weil sonst dürfte ja eigentlich nicht weiter sein. Ja, ist klar, nur so eine kleinen Fusseldinger. Hier nochmal kurz gucken. Hier sind wieder große Typen. So, ich muss aber nochmal von hier aus nach oben. Um alles aufzudecken, nur aufdecken. Ja, nee, unbedingt kämpfen, hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's nichts Interessantes. So, schön. Auch noch angeguckt. Der olle Wald. Und dann nehme ich einfach, wenn ich hier wieder herlatschen muss, nehme ich einfach den kürzesten Weg. Ne, den kürzesten Weg hier hin. Na komm, lass mich durch. Um Gottes Willen. So. Okay, sind wieder so eine kleinen Viecher. Halt her. So, ja, ja, ja. Hör auf hier rumzulabern. So. Okay, erstmal gleich schlagen. So, halt. Erst mal gucken. Wir müssten hier gleich alles haben, oder? Oder? Ja, ich kann bloß noch nach unten. Dann gehe ich auch mal schnell nach unten. So, weil links waren wir schon. Oh, nicht schwer, die Viecher. Ist klar. So, wir sind hier schnell down. So. Aua, aua. Aua. So. So. Mal wieder. Was seid ihr denn, Mann? So, hier jetzt nicht nochmal irgendwo lang? Nee. Hier einfach. Was steht da? Plane of. Ich kann das hier nicht lesen, was hier steht, ne? Plane of. Kein Plan. So, auf jeden Fall war rechts neben uns der Ritter. Schön. Haben wir das hier alles erkundet? Sehr geil. Jo, die Felder links neben mir, da geht's nirgends mehr lang. Dürfte also alles sein. Ich war nochmal im Sumpf, hab das geholt. Hab den Cole, der uns jetzt ordentlich Asche bringen wird. Da freue ich mich schon. Und dann, ja, ich hoffe, ich krieg den noch ganz schnell, weil ich halt nicht weiß, wie das funktioniert. Hoffe ich, dass ich einfach nochmal ganz schnell, okay, jetzt auch nichts weiter. Gut, dann Kompass und weg. Dass ich, während des Hochsicht zählt, die Zahl, dass ich hoffentlich nochmal, den Dings einsetzen kann, mir schnell ein Elixier kaufen kann für 200 und dass es dann trotzdem nochmal nach oben zählt. Das wäre geil, ne? Deswegen. Jetzt erstmal wieder runterkommen zur... Jetzt erstmal wieder runter zur Stadt kommen. Oh Gott, ey. Da liebsten speichern. Obwohl, vielleicht haben die hier für mich was. Geil, die machen mir gar keinen Schaden mehr. Ist ja geil. Also, jedenfalls nicht mehr so viel. Brauchen schon mehrere Angriffe. Ah, hier war doch irgendwo auch eine Feenquelle, ne? Die kann ich auch gleich mal nutzen. So, hier schnell mal wieder... Ja, 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 ja. War die nicht so rechts hier neben mir? Die Feenquelle? Wartet mal. Ach, wenn er mein Herz hebt, reicht das aus. So. Ich komme hier nicht runter. Great Wimbish. Schade, dass ich mich nicht direkt zu Great Wimbish beamen kann. Aber naja, was soll man machen, ne? Lass mich in Ruhe. Ich will da bloß die Kohle zu einem dicken Diamanten machen. Ja, weil das geht. Schön der fette Diamant. So, was hast du hier gedroppt? Nicht. Das ist geil, ist irgendwie auch, dass wir den Diamanten, den behalten wir tatsächlich in unserem Inventar. Frag mich nicht, wieso? Es ist einfach so, wie alles in diesem Spiel einfach so random ist. So, jetzt müssen wir gleich wieder da sein. Dann freut sich der olle Typ wieder, dass wir eben halt nee, hier nicht. Ich muss ja unter den Fluss irgendwie kommen erstmal. Ah, dieses Game Design hier, ey. Mann, Mann, Mann. So. Okay. Alles in Ruhe lassen. Lass bitte alle in Ruhe. So. Und dann, Leute, haben wir aber genug Geld. Und halt auch noch ein Elixier. Selbst wenn ich das nicht irgendwie schaffen sollte, dass ich während des sich hochzählt, ein Elixier mir hole, kommen wir trotzdem für 200 ein Elixier. Und dann ist das kein Problem mehr. Hoffe ich mal. So. Dann jetzt hier zum Blacksmith. Der wieder so ein übelst nerviges Geräusch hat. Ja, also ist a young girl, don't touch anything. Ja, ja, der denkt wieder, wir wollen ihn ausrauben. Lass mal auslabern. Anything. People steal me blind. I know you all hate me.
What did I ever do to Mann, you? Wir haten dich doch nicht. Du sollst uns helfen. Hat auch gerade nochmal erzählt, dass er seine Knochen wund macht, um Rubine aus Kohle zu kriegen. Hier, Mann. Congratulations on finding such a fine piece of coal. After Wimbish passes my commission, of course. That leaves, Okay, ja, ey, toll, dass ihr so ein Stück Kohle mitgebracht habt. Das ist alles für euch, außer natürlich meine Steuern, die ich abzuziehen habe und so. Das macht dann, wollt ihr uns nicht mehr sagen. So, jetzt mal ganz schnell, Achtung. Zack. Oh, das geht schnell hoch. Verdammt, hoffentlich schaffe ich das noch. Mal gucken, weil hier ist ja halt der Laden. Und ganz schnell sowas kaufen. Wenn ich jetzt hier nicht festhänge. Oh, der geht halt bis hoch, 999, dann noch ganz schnell. Oh, komm, das wäre cool. Wenn das klappt, das wäre richtig cool. Holen wir uns ja auch zum ersten Mal so ein Ding, wa? So. Cool, ja, die Diamanten haben wir jetzt trotzdem immer im Inventar. Voll schick, oder? Damit können wir nicht kaufen, wir müssen hiermit halt kaufen. So. Und hat's geklappt? For 30 sons, my husband and I ran the great locksmith forge for Warbane. Geil, es klappt. Nee, doch nicht. Irgendwie 899, aber 999 hätten wir nicht haben müssen. Aber gut, Leute. Sehr schön, einmal Heilwasser, wir haben jetzt sau viel Kohle, haben schon viel wieder aufgedeckt für die Karte. Also heute war auf keinen Fall ein Part, der umsonst irgendwie war oder sowas. Wir gehen jetzt direkt wieder zurück, lassen die Aldeane auslabern, zurück zum 5. Tempel und dann beim nächsten Mal geht's wieder richtig ab. Ich speichere auch wieder, damit ich hier wieder bin, ohne dass ich Angst haben muss und voll geheilt bin vor allen Dingen, ne? Aber sehr, sehr schön. So halt, speichern und Ende, muss ja nicht die Olle hier labern, das gibt's doch gar nicht, so. Ah, schön, war erfolgreich. War ein erfolgreicher Part. Sau geil. Wenn wir dann zum 6. Tempel müssen, müssen wir bloß uns sputen und sehr, sehr schnell sein. Weil wir alles entdeckt haben und halt bloß nochmal, ja, wir können leider nicht zum 6. Tempel uns nicht beamen, leider. So. LaGuanda. Ja, sehr gut. Leute, bis zum nächsten Part von Zelda's Adventure. Ciao.